Es geht der Mund über. Mein Herz ist voll. Voll der Freude und voll. Nein. Und ich denke, Sie haben es vorher auch verstanden. Mein Herz ist voll der Freude und voll des Dankes. Mein Dank gilt vor allem den Künstlerinnen und Künstlern, die diese Ausstellung zu dem gemacht haben und machen, was wir heute hier sehen und auch in den nächsten Wochen und Monaten noch erleben werden. Ich war bei der Ankunft jedes Kunstwerks dabei, habe die Künstlerinnen und Künstler kennengelernt und habe nicht einen dabei getroffen, der auch nur einen Hauch von unsympathisch wäre. Sie sind alle ganz tolle Menschen, aber wichtiger noch jetzt für unsere Veranstaltung ist, dass die Kunstwerke ganz toll sind. Ich bin wirklich begeistert von dem, was in den letzten zwei Wochen hierher nach Föhl gebracht worden ist. Und ich weiß sehr wohl, ich plaudere jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen, ich weiß sehr wohl, dass alle Kunstwerke sehr viel mehr wert sind als das, was wir als Verein hier zu bezahlen bereit sind. Ich habe miterlebt, mit welcher Liebe Sie Ihre Kunstwerke aufgestellt haben, Ihre persönliche Beziehung zu dem, was Sie geschaffen haben. Und diese persönliche Beziehung, Ihre persönliche Beziehung zu den von Ihnen geschaffenen Kunstwerken, die ist absolut berechtigt. Herzlichen Dank dafür, dass Sie diese Kunstwerke erarbeitet haben. Danke dafür, dass Sie sie hierher gebracht haben und hier für unsere Ausstellung zur Verfügung stellen. Herzlichen Dank. Ja, auch das wenige Geld, das wir den Künstlern zu geben bereit sind für die 6 Kunstwerke, die ausgewählt worden sind,
Jetzt habe ich den Anfang meines Satzes vergessen. Auch das Geld haben wir nicht selbst aufgetrieben, sondern wir haben Fördergelder eingeworben. Und diese Gelder für die 6 Kunstwerke sind uns zugesagt worden von der Regionalförderung Waldeck, Kellerwald-Edersee, Entschuldigung, und vom Kellerwaldverein. Und für den Kellerwaldverein begrüße ich das Vorstandsmitglied Gerhard Henkel sehr herzlich. Lieber Gerhard, gib bitte den Dank weiter an den Vorstand. Die Geschäftsführerin Frau Küpper kann wegen Urlaub heute nicht hier sein, aber sie hat gesagt, dass sie im Laufe des September an einem der Wochenenden kommen wird. Dieser Förderer, der Kellerwaldverein, macht sowas in der Regel nicht allein, sondern er macht das in der Kombination mit der Gemeinde. Die Gemeinde Vöhl war bereit, das Geld zuzuschießen, was sie zuschießen musste. Und ich begrüße da sehr herzlich den Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Bernd Backhaus, und die Vertreterin des Bürgermeisters, die erste Beigeordnete, Susanne Kubert. Herzlichen Dank an die Gemeinde. Und ich denke, Sie wissen auch, dass eine Gemeinde dann eben ihre Unterstützung, ihre Hilfe nicht beschränkt auf das Geld, was zur Verfügung gestellt wird, sondern dass dann auch der Bauhof hilft, dass die Gemeindeverwaltung hilft. Und dafür möchte ich eben auch ein sehr herzliches Dankeschön sagen. Wir haben für diese Veranstaltung einen Ausstellungsführer drucken lassen, den Sie sicherlich alle am Eingang bekommen haben. Auch der musste finanziert werden. Und er ist finanziert worden vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Die Ministerin Angela Dorn wollte eigentlich auch heute kommen, aber auch die ist im Urlaub und wird uns deshalb im September besuchen. Aber sie hat gesagt, sie schickt auch noch eine Videobotschaft, die wir dann eben bei Gelegenheit, wenn wir sie bekommen haben, eben auch vorstellen werden. Der Ausstellungsführer ist erarbeitet worden von einer Redaktion. Diese Redaktion bestand aus Dr. Hartmut Wecker, Petra Frömel und Philipp Wecker. Alle drei sind heute hier, sind nicht im Urlaub. Deshalb herzlich willkommen und herzlichen Dank. Der Dr. Hartmut Wecker und die Petra Frömel sind Beschäftigte des Landkreises. Und sie durften ihre Arbeit, ihre Tätigkeit für diesen Ausstellungsführer in ihrer Arbeitszeit machen. Deshalb danke ich sehr herzlich dem Arbeitgeber, dem Chef, Landrat Dr. Reinhard Kubert, der auch heute hier ist und sicherlich nachher auch noch mal ein Wort sprechen wird. Lieber Reinhard Kubert, herzlichen Dank für die Unterstützung, nicht nur jetzt bei diesem Projekt, sondern wir machen viele Projekte, fast jedes Jahr mehrere, bei denen wir die Unterstützung des Landkreises brauchen. Und im Landkreis Waldeck-Frankenberg sind wir für solche Geschichten sehr gut aufgestellt. Wir haben da sehr viel Unterstützung. Und deshalb, lieber Reinhard Kubert, ich sehe dich jetzt im Moment gar nicht. Er versteckt sich ein bisschen, schüchtern wie er ist. Lieber Reinhard Kubert, sag bitte auch den Leuten im Landkreis ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung, die uns immer wieder gewährt wird. Ich bin von Künstlern heute angesprochen worden, dass das, was wir machen, nicht selbstverständlich sei und dass es sicherlich auch bei uns oder hier in der Region manchmal Stimmen gäbe, die mit dem, was wir tun, Schwierigkeiten hätten. Ich sage Ihnen, dass wir in Vöhl diese Schwierigkeiten nicht haben. Wir haben noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Wir sind ein Verein mit über 200 Mitgliedern, von denen 100 hier aus dem Dorf kommen. Und ich habe noch nie öffentlich ein böses Wort gehört. Ich kann mir denken, dass der ein oder andere möglicherweise den ein oder anderen schiefen Gedanken hat. Aber damit kann man sich dann, wenn er irgendwo laut wird, auch durchaus auseinandersetzen. Und wir haben hier in Waldeck, also ich möchte das wirklich betonen, wir sind in Waldeck-Frankenberg mit diesem Thema, mit dem, was wir tun, sehr gut aufgestellt. In fast jeder Gemeinde, in der es früher eine jüdische Gemeinde gegeben hat, gibt es Leute, die mit uns zusammen in einem Netzwerk zusammenarbeiten und wir treten gemeinsam ein gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, für Offenheit, für Vielfalt. Und das ist uns sehr wichtig. Und
Deshalb fühlen wir uns eben auch hier im Landkreis Waldeck-Frankenberg sehr wohl. Ich möchte gerne natürlich auch ein herzliches Dankeschön an die Jury richten, deren Ergebnis, ich sage das ganz deutlich und Sie können mir das glauben, dessen Ergebnis ich auch nicht kenne. Bis zu diesem Zeitpunkt weiß ich das Ergebnis der Jury nicht, aber ich habe mitgekriegt, dass die sehr sorgfältig und mit großem Sachverstand durch die Ausstellung gegangen sind, jedes einzelne Kunstwerk intensiv betrachtet und bewertet haben. Ich bedanke mich da sehr herzlich bei Marianne Demmer, Petra Frömmel, Philipp Becker und Berthold Herberts. Eine Person lasse ich im Moment noch aus. Klatschen Sie zunächst mal für die vier, bitte. Die Chefin der Jury, die Vorsitzende der Jury, ist Eva-René Nehle, eine Künstlerin, mit der wir schon seit Gründung unseres Vereins sehr eng zusammenarbeiten, die wir als eine ganz großartige Künstlerin kennengelernt haben. Ich habe sie am Freitag zu Hause abgeholt. Ich plaudere jetzt auch aus dem Nähkästchen. Ich war in ihrer Wohnung und diese Wohnung ist voll mit großartigen Kunstwerken. Und sie hat außerdem noch ein Atelier außerhalb ihrer Wohnung und das ist ebenfalls sehr, sehr gut bestückt. Das für mich bekannteste Kunstwerk, das sie geschaffen hat, ist die Rampe in Kassel, die vielleicht auch viele von Ihnen kennen. Ein Kunstwerk von Ihnen steht hier drüben, dieses große, das nicht zur Ausstellung gehört, vielleicht muss ich das dazu sagen, das haben wir 2007 aufgestellt, das ist das Mahnmal des Landkreises Waldeck-Frankenberg für alle Deportierten. Ja, liebe Frau Nehle, hier unten, herzlichen Dank dafür, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Und ich glaube, dass die Jury mit ihrer Expertise, mit ihrem Rat, mit ihrem Sachverstand sehr gut gearbeitet hat. Herzlichen Dank. Und nochmal herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Die Kunstausstellung ist hier im Hof. Der Hof ist normalerweise offen. Aber diese Kunstwerke, die hier stehen, ich habe das vorher in anderem Zusammenhang schon gesagt, haben einen großen Wert, auch einen großen materiellen Wert. Und deshalb haben wir unseren Hof, der normalerweise offen ist, eben mit Bauzäunen umgeben, aber auch nicht einfach Bauzäune aufgestellt, sondern auch diese Bauzäune sind mit Planen versehen, die richtige Kunstwerke sind. Sie haben vielleicht die vorne an der Straße gesehen, Sie haben aber noch nicht die Planen gesehen, die da auf dieser Seite eben auch angesehen werden können. Ich lade Sie herzlich ein, gehen Sie im Laufe des Nachmittags auch da mal vorbei und sehen sich diese Planen an. Auch die sind absolut sehenswert. Und weil wir halt auch diejenigen, die sie hergestellt haben, nicht bevorzugen oder benachteiligen wollen, haben wir verabredet, dass eben ab und zu die Planen auch ausgetauscht werden, sodass die, die man jetzt nicht so gut sieht, zu einem anderen Zeitpunkt in 3 Wochen oder so eben besser zu sehen sein werden. Die sind geschaffen worden, diese Planen sind gestaltet worden, 2 von der Edersee-Schule in Herzhausen, eine vom Jugendhaus in Korbach, eine vom Jugendhaus in Frankenberg. Eine haben wir ans Jugendhaus in Frankenberg gegeben und sie ist auch zurückgekommen. Das ist die, die so ein bisschen abstrakt aussieht, vorne an der Straße. Und die ist abgegeben worden zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht da bin. Und keiner hat die Person, die sie gebracht hat, nach dem Namen gefragt. Ich bin im Moment noch in der Recherche, um zu gucken, wer die gemacht hat. Und die letzte Plane, die vorne an der Straße steht, ist geschaffen worden. So ein bisschen Kontrastprogramm vom Seniorenheim am Weinberg, hier bei uns im Nachbardorf in Asel. Und die haben das auch wunderschön gemacht. Wie gesagt, ich denke, auch das ist Kunst, das ist richtig gute Kunst. Und die Jugendlichen haben sich Wahnsinnsmühe gegeben. Und ich bin sehr dankbar, der Verein ist sehr dankbar dafür, dass sie da mitgemacht haben. Wir stehen ja jetzt hier eigentlich nicht im Museumsgarten, der Museumshof ist da drüben. Hier sind wir im Nachbarsgarten und da sage ich ein herzliches Dankeschön
an die Eigentümer, an den Nikolas und an den Benjamin Thomas, dass sie uns diesen Garten zur Verfügung gestellt hätten, haben, wenn wir alle Kunstwerke drüben hätten aufstellen müssen. Das wäre sehr, sehr eng geworden. Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir diesen größeren Gartenbereich mit dazu nutzen können. Also da auch nochmal ein herzliches Dankeschön, dass das so möglich war. Dann möchte ich gerne einen Special Guest begrüßen, den hochrangigsten, den wir hier unter uns haben, das Mitglied des Deutschen Bundestages, Dr. Edgar Franke. Lieber Edgar Franke, herzlich willkommen und herzlichen Dank dafür, dass du hier zu uns gekommen bist. Dankeschön. Ich begrüße außerdem sehr herzlich die Landtagsabgeordnete Dr. Daniela Sommer. Da auch da, okay. Herzlich willkommen, liebe Daniela, schön, dass auch du hier bist. Ich sage ein herzliches Willkommen. Ein herzliches Willkommen auch an alle anderen Mitglieder kommunaler Gremien, sei es der Gemeindevertretung, des Gemeindevorstands, des Kreistags oder des Kreisausschusses. Sie alle sind uns sehr herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Und ich sage auch einen herzlichen Gruß. Ich habe vorhin schon mal davon gesprochen, dass wir in Waldeck-Frankenberg in Bezug auf Zusammenarbeit für Toleranz und so weiter sehr gut aufgestellt sind. Eine der Vertreterinnen, die diese Arbeit mitleitet, ist Frau Violetta Batt. Ganz da hinten. Herzlich willkommen. Und auch ein herzliches Dankeschön ganz allgemein an das Netzwerk für Toleranz. Ohne deren finanzielle Unterstützung viele Dinge, die im ganzen Landkreis geschehen und die eben auch hier bei uns in Völ geschehen, nicht möglich wären. Am Schluss der Dankesworte möchte ich mich auch sehr herzlich bedanken beim Vorstand des Förderkreises Synagoge in Völ. Wir sind ein sehr aktiver Verein. Wir sind ein Verein, den Sie nicht vergleichen können mit einer Feuerwehr oder mit einem Sportverein, vielleicht auch nicht mit einem Gesangverein, wo man halt reingeht, um aktiv irgendwo mitzumachen, sondern die 211 Mitglieder, ich glaube seit gestern sind es 212, die wir haben, das sind in der Regel passive Personen, die eben ihre Sympathie für unsere Arbeit durch ihre Mitgliedschaft bekunden wollen. Für die Arbeit ist der Vorstand zuständig und der ist bei uns wirklich großartig. Ich denke, Sie haben es jetzt hier erlebt. Ich denke, das ist auch für Sie eine tolle Ausstellung und Sie können sich vorstellen, dass die mit viel Arbeit verbunden ist. Und deshalb möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen im Vorstand sehr herzlich auch ein Dankeschön sagen. Der Vorstand hat das Thema der Ausstellung entschieden: Erinnern, Wachen, Erleben. Erinnern natürlich an das, was geschehen ist. Und wachen darüber, dass sowas nie wieder geschieht. Wachen darüber, dass unser Staat ein demokratischer, ein freier Staat bleibt, in dem Menschen friedlich und in aller Vielfalt zusammenleben und zusammenleben können und dürfen. Und erleben, das haben wir damit begründet, weil wir sagen, in unsere Synagoge ist wieder Leben eingekehrt. Wir machen wieder was. Möglicherweise finden sogar mehr Veranstaltungen statt als zu der Zeit, als es in Völ noch Juden gab. Also in Vor-Corona-Zeiten haben wir in jedem Jahr so 70 bis 90 Veranstaltungen. Und ich denke, das ist eine ganz gewaltige Zahl. Und da kann man wirklich sagen, dass das etwas ist, was mit Erleben zu tun hat. Aber dieses Wachen halte ich für ganz entscheidend und für ganz wichtig. Dieses Aufpassen, dass der Staat, in dem wir leben, wirklich ein freier, ein demokratischer Staat bleibt, in dem Werte wie Toleranz, Gleichheit, Solidarität großgeschrieben werden und großgeschrieben bleiben. Ich möchte nur ganz kurz etwas andeuten oder etwas ansprechen, mit dem ich gerade im Moment auch persönlich einige Probleme habe. Sie wissen, dass 2015, 2016 sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind.
Ich persönlich, meine Frau, wir haben mehrere Afghanen betreut. Und sie haben mitgekriegt, was in Afghanistan los ist. Und da sind bei denen, die wir betreut haben und die für uns auch zu Freunden geworden sind in dieser Zeit, mit denen wir auch jetzt noch eng zusammen sind, da sind zwei Männer drunter, deren Frauen und in beiden Fällen zwei Kinder noch in Afghanistan sind. Und die und auch ich machen mir große Sorgen, wie sich die Situation in Afghanistan entwickelt, wenn sich der Vormarsch der Taliban fortsetzt. Und auch weil du, lieber Edgar, heute hier bist, spreche ich dieses Thema an. Es wäre mir sehr lieb, wenn ihr im Deutschen Bundestag und in den Gremien, die dafür zuständig sind, eben auch auf diese Geschichte ein wachsames Auge habt. Ich fordere nicht dazu auf, alle Afghanen in Deutschland aufzunehmen. Aber ich denke, Familienzusammenführung ist eine ganz wichtige Geschichte. Und ich bitte halt einfach darum, das im Auge zu haben und darauf zu achten. Zum Schluss meiner Begrüßung, die jetzt doch ziemlich lang geworden ist, möchte ich sagen oder erwähnen, dass wir ja keinen Eintritt nehmen, dass wir schon als Verein auch das ein oder andere Bedürfnis haben, dass auch die Veranstaltungen, die wir jetzt im Zusammenhang mit dieser Ausstellung machen, durchaus Geld kosten. Und Sie haben ja schon am Eingang gesehen, dass wir da einen Spendenkorb stehen haben. Und wenn Sie irgendwann mal daran vorbeigehen, vielleicht legen Sie da was rein. Außerdem haben wir dazugelegt, das ist uns auch sehr wichtig, Aufnahmeanträge zur Mitgliedschaft. Füllen Sie ihn aus. Die Mitgliedschaft bei uns ist unheimlich teuer, kostet 15 Euro im Jahr. Das soll es von mir gewesen sein. Sie hören jetzt noch mal ein bisschen Musik und dann bitte ich um die Grußworte. Stolz und fühle mich geehrt, dass ich heute anlässlich der Eröffnung der Kunstausstellung Erinnern, Wachen, Erkennen ein Grußwort sprechen darf. Ich tue dies in Vertretung des Bürgermeisters der Nationalparkgemeinde Vöhl, Herrn Carsten Karlhöfer, von dem ich die herzlichsten Glückwünsche und Grüße überbringen darf. Desgleichen hat mir die Ortsvorsteherin Frau Monika Heidel aufgetragen, auch von ihr herzlich zu grüßen, denn ihr erstes Enkelkind ist ein Jahr alt geworden heute und da findet die Feier statt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns geografisch gesehen mitten in Deutschland. Im direkten Anschluss an eine Synagoge der Gemeinde Vöhl, in der es keine Juden mehr gibt. Das Haus ist inzwischen eine Gedenkstätte und ein Ort der Kunst und Kultur geworden, der aus dem Leben der Vöhler nicht mehr wegzudenken ist. Wir leben in Deutschland, in einer entwickelten Industrienation, die auf Wissenschaft und Technik gegründet ist. Und wir dürfen zu Recht stolz auf viele Errungenschaften sein unserer modernen Welt, die auch zum Teil von Deutschland ausgegangen sind. Wir sind aber auch eine Nation mit einem großen und düsteren Kapitel in ihrer Vergangenheit. Es ist die Zeit des Nationalsozialismus mit ihrer Schreckensherrschaft, mit unvorstellbarem Leid und Grausamkeiten, mit vielen, vielen Opfern einer verblendeten Ideologie. Darum gibt es in Vöhl keine Juden mehr.
Als ich mich auf diese Rede vorbereitet habe, fiel mir durch Zufall ein Büchlein von Richard von Weizsäcker in die Hände, manchmal soll es so sein, in dem ich ein eindrucksvolles Zitat gefunden habe. Im Jahr 1985, damals war Richard von Weizsäcker Bundespräsident, hat er eine sehr berühmte Rede gehalten zum 40-jährigen Ende des Zweiten Weltkrieges. Und er hat einen Appell so formuliert. Die Bitte an die jungen Menschen lautet: Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder Türken, gegen Alternative oder Konservative, gegen Schwarz oder Weiß. Lernen Sie, miteinander zu leben, nicht gegeneinander. Aber wo sind wir jetzt? Seit 1985 sind 36 Jahre vergangen und wir erlebten furchtbare Anschläge in Halle und Hanau, die antisemitisch und rassistisch motiviert waren, denen Unschuldige zum Opfer gefallen sind. Wir erleben, wie demokratische Politiker aufgrund ihrer Aussagen und Einstellungen bedroht werden, und wir sind fassungslos, dass vor knapp einem Jahr unser Regierungspräsident nachts auf seiner Terrasse erschossen worden ist. Aus Hass. Aus Hass und Feindschaft gegen andere Meinungen, gegen Menschen, gegen Migranten, aus Eifersucht, aus Verblendung. Obwohl Einzeltäter, sind sie keinesfalls allein. Es ist eine gesellschaftliche Verrohung zu beobachten, die in Wort und Tat geschieht. Rechtes Gedankengut ist wieder da und man spricht es auch aus. Das ist unerträglich. Erinnern, wachen, erkennen. Wir müssen erinnern, das sind wir den Opfern des Dritten Reiches und den Opfern aktueller Schandtaten schuldig. Jede Generation trägt die Vergangenheit in sich, trägt nicht Schuld, aber Verantwortung dafür, wie es in Deutschland weitergeht. Die Verantwortung dafür, welche Identität wir uns selber geben wollen und wie wir von unseren Nachbarn gesehen werden wollen. Ich finde, es ist zumutbar, dass wir ehrlich auf die deutsche Vergangenheit zurückblicken, und es ist auch unabdingbar. Diese Ausstellung, die wir heute eröffnen, ist ein Teil dieser wichtigen Erinnerungskultur, die unsere Aufmerksamkeit gegenüber den aktuellen Vorgängen schärfen und uns Entwicklungen erkennbar machen sollen, denen wir gemeinsam und entschieden entgegentreten müssen. Deshalb bin ich froh, glücklich und stolz, diese wunderbaren Stelenkunstwerke der über 30 Künstler aus ganz Deutschland hier in unserer Gemeinde zu haben und für eine Weile der Öffentlichkeit präsentieren zu dürfen. Möge sie viele mit ihrer Strahlkraft begeistern und zum Nachdenken und Vordenken animieren für eine friedliche Zukunft. Vielen Dank. Ja, lieber Karl-Heinz, liebe Anwesende, das ist so für mich eine ganz neue Situation. Meine Frau sprach gerade vor mir, liebe Susi. Deinen Worten kann ich nichts hinzufügen. Du hast das ganz wunderbar gemacht und genau das zum Ausdruck gebracht, was die Menschen hier und heute fühlen. Lieber Karl-Heinz, du hast allen gedankt, du hast alle begrüßt, aber einen hast du dabei vergessen, was natürlich in der Natur der Sache liegt. Du kannst dir selbst nicht danken. Und deshalb mache ich dies an dieser Stelle für all die Arbeit, die du für den Förderverein, für die Synagoge, für die kulturellen Veranstaltungen hier als maßgeblicher Motor, ja, was du vollbringst, ist sowas von lobens- und ehrenswert, und das will ich an dieser Stelle Cora Publikum gerne tun. Danke. Aber ich danke natürlich dem gesamten Vorstand für jahrelange Kontinuität. Und ich danke Ihnen, liebe Künstlerinnen und Künstler, die Sie am heutigen 15. August aus ganz Deutschland zu uns gekommen sind, von der Nordsee, von der Ostsee bis hinunter in die Alpen. Und das ist ehrenwert. Und das freut uns und das macht uns stolz, dass wir diese Gunst haben, dass Sie zu uns gekommen sind. Und nach den langen, entbehrungsreichen Monaten der Pandemie ist es gut, dass auch die Kultur wieder atmen darf, dass sie Luft bekommt, dass sie sich öffnet. Und wo kann es schöner sein als hier in diesem Garten? Ich habe mich gefreut, als ich herkam, habe mir die Stelen angeschaut. Das Motto ist übrigens überragend. Und sehe diese Vielfalt und die Gedanken, die Sie sich gemacht haben und die Umsetzung, die Ihnen trefflich gelungen ist. Und ich kündige an dieser Stelle schon einmal an
ohne das Ergebnis der Jury zu kennen, dass auch wir als Landkreis gerne eine der verbleibenden Stelen für uns erwerben wollen, um ihr einen gebührenden Raum vor dem Kreishaus zu gewähren. Das ist uns wichtig, uns ein dringendes Anliegen. Susanne hat es in ihrem Wortbeitrag eben gesagt. Wir haben eine ganz besondere Betroffenheit bei uns im Landkreis, denn am 2. Juni des Jahres 2019 wurde unser Herr Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke heimtückisch auf seinem Balkon im benachbarten Istar ermordet. Das hat uns alle sehr getroffen. Das hat die Demokratie unseres Landes bis ins Herz verletzt. Und ich sage ganz persönlich hinzu, er war eine Woche vorher bei uns auf dem Hof und wir haben zusammen gefeiert. Es war mein Geburtstag. Es ist traurig. Und es ist traurig mit anzusehen, wie sich unser Land gegenwärtig verändert. Am 5. September hat die AfD, die ich nicht zu den demokratischen Gruppierungen dieses Landes rechne, zu einem Aufmarsch in Volkmarsen aufgerufen. Und wir werden und wollen an diesem Tag alle demokratischen Parteien gemeinsam Flagge zeigen und ihnen das Stoppschild weisen, das ihnen gebührt. Das wollen wir in unserem Land nicht haben und nicht sehen und wir werden Ihnen dafür die Quittung erteilen. Ich möchte aber die Freude dieses Nachmittags nicht trüben. Nochmals Ihnen allen mein herzlicher Gruß. Ich freue mich wirklich, dass wir zusammen sein können, dass wir miteinander reden. Das macht diesen Nachmittag aus. Und ja, alles Gute Ihnen und Karl-Heinz, ich übergebe dann zurück an dich. Dankeschön. Lieber Karl-Heinz, liebe Daniela Sommer als Landtagsabgeordnete, liebe Familie Kubert, kann man ja fast schon sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein kann. Ich habe eben kurz mit Karl-Heinz mir das eine oder andere von den Stelen oder der eine oder andere Kunstobjekt angeschaut. Es hat Qualität. Und der Karl-Heinz hat ja eben gesagt, nicht nur die Kunstwerke sind außergewöhnlich, auch diejenigen, die es erschaffen haben, sind außergewöhnlich. Er hat gesagt, es waren alles nette Künstlerinnen und Künstler, die das geschaffen haben. Und ich muss wirklich, sagen, eine außergewöhnliche Ausstellung. Und ich darf dir auch persönlich, aber auch als Bundestagsabgeordneter, auch nochmal ganz, ganz herzlich danken für dein Engagement. Ohne dein Engagement, glaube ich, wäre diese Synagoge als Kultureinrichtung, als, wenn man so will, auch Gedenkstätte und ein Stück weit auch als Museum nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank auch von mir, Karl-Heinz Stadler, für deine Arbeit hier ganz konkret vor Ort. Und ich habe ihm eben auch gesagt, lieber Karl-Heinz, du kriegst gleich eine namhafte Spende, aber das machen wir dann da hinten beim Rausgehen. Ich denke, diese Arbeit muss man auch persönlich unterstützen. Nicht nur gesellschaftlich, nicht nur institutionell, nicht nur von Einrichtungen auch der verschiedenen Kreditinstituten und vielen anderen mehr, auch vom Land Hessen oder vom Kreis. Das ist, glaube ich, oder das Motto auch, das Motto Erinnern, Wachen, Erleben, glaube ich, spricht aus, was momentan auch gesellschaftlich notwendig ist, was momentan auch gesellschaftlich mehr als notwendig ist, ich würde sagen, was dringend erforderlich ist. Und Sie wissen vielleicht, dass ich nicht nur der Bundestagsabgeordnete für das Frankenberger Land und Schwalm-Eder bin, sondern dass ich auch Opferbeauftragter der Bundesregierung bin. Opferbeauftragter der Bundesregierung bedeutet, dass ich in Halle, in Hanau vor Ort war. In Hanau war ich die ersten zwei Wochen vollständig vor Ort, mit den Leuten gesprochen habe, mit Familien gesprochen habe, wo geliebte Kinder ermordet worden sind, wo Menschen schwer verletzt worden sind, wo Menschen traumatisiert waren, wo sie auch einen Ansprechpartner brauchten, der versucht hat, so gut es ging, zu helfen, versucht hat, so gut wie es ging, ein Gespräch zu führen, versucht hat, den Staat auch ein Stück weit zu repräsentieren. Und der Landrat Dr. Kubert hat das eben angesprochen, wir haben auch in der Region
das ein oder andere erlebt. Er hat auch den Fall abgesprochen, Dr. Lübcke. Und glaube, das ist für uns nicht nur Mahnung, das ist für uns auch Auftrag, dass wir uns gesellschaftlich engagieren, dass wir hinschauen, dass wir nicht wegschauen und dass wir immer wissen, was Demokratie ist. Und ich habe in Berlin mit vielen Leuten sprechen dürfen, ob das jetzt der Innenminister war, ob das der Verfassungsschutz war, der Generalbundesanwalt, das Bundeskriminalamt. Und es ist so in Deutschland, das müssen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass der Rechtsextremismus wieder stärker wird, dass Rechte auch ihr Unwesen nicht nur in anderen Teilen, sondern auch bei uns treiben. Und das ist deswegen, glaube ich, damit möchte ich auch schließen, für uns alle, ich sage es nochmal, wichtig ist, dass wir für die Demokratie stehen, dass wir an der Seite derjenigen stehen, das hat auch Susanne Kubert angesprochen, die bedroht werden. Es sind viele Demokraten, die zu mir gekommen sind, auch Bürgermeister, die unter Druck gesetzt wurden in Deutschland, dass wir an der Seite derjenigen stehen, die für die Demokratie einstehen, dass wir an der Seite derjenigen stehen, die für eine offene, vielfältige und freie Gesellschaft eintreten. Das ist gesellschaftlich wichtig und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo wir alle aufgefordert sind, ich sage es nochmal, mitzuhelfen, dass unsere Demokratie, so wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg sich entwickelt hat, dass unsere Demokratie gestärkt wird und nicht geschwächt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sonst bleibt mir nur noch dir, Karl-Heinz, alles Gute zu wünschen, sozusagen als Repräsentant auch derjenigen, die sich hier engagiert haben. Ich darf mich auch bei allen bedanken, die hier mitgeholfen haben. Da waren sicherlich viele helfende Hände dabei, dass sowas hier möglich ist. Herzlichen Dank und ich sage einfach mal ganz salopp, macht weiter so. Dankeschön. Ja. Welch ein Glücksfall, dass diese alte Landsynagoge in der sogenannten Reichskristallnacht nicht abgebrannt wurde. Welch ein Glücksfall, dass diese Synagoge, als sie verkauft werden sollte, von einem Verein, der sie gegründet hatte, speziell dafür übernommen wurde, instand gesetzt wurde und mit neuem Leben bestückt wurde. Dabei sind zwei Aufgaben zu sehen, die der Verein übernommen hat. Einmal erinnern, mahnen, aufklären, zum anderen Kultur nach Vöhl bringen. Und das ist etwas, da müssen wir wirklich dankbar für sein, denn hier kommen Gruppen hin, die machen Musik. Das findet man sonst immer nur in den großen Städten. Dafür können wir nur herzlichen Dank sagen dem Förderverein. Dass diese Arbeit würdig ist und unterstützt werden soll, sollte eine Selbstverständlichkeit. Nicht nur von Menschen, die mit ihren Händen helfen und anpacken und etwas schaffen, sondern auch, dass die öffentliche Hand ihren Teil dazu gibt. Und so ist es eigentlich schon fast selbstverständlich, dass auch der Förderverein, der Kellerwaldverein als regionale Entwicklungsgruppe sich hier stark gemacht hat dafür, dass diese Veranstaltung heute finanziell unterstützt wird. Die Förderung kommt aus dem Regionalbudget und es wird in diesem Fall mit 80% gefördert. Von den 80%, und es waren ja 6.000 Euro, die der Verein beantragt hatte, wird also 4.800 Euro werden dort gefördert. Davon übernimmt aber die Gemeinde Vöhl 10%. Das ist so eine Absprache, dass sie davon diesen 80% 10% übernimmt und somit also auch diese Veranstaltung stattfinden kann. Und heute kommt zusammen, was der Förderverein eigentlich machen will, nämlich erinnern, mahnen, aufklären und gleichzeitig Kunst, das in diesen Stelen jetzt zusammen zum Tragen kommt. Ich danke. Rink, wir kommen aus dem fernen Marburger Land, gar nicht so fern, aber gern auch an den Edersee und vielleicht sage ich auch noch mal kurz was zu den Stücken, die wir uns überlegt haben. Wir haben jetzt das Eingangsstück, das war ein sephardisches Lied, also von den Juden und Jüdinnen, die aus Spanien vertrieben wurden. Dann haben wir einen rumänischen Volkstanz von Béla Bartók gespielt und jetzt hören Sie noch mal ein sephardisches Stück, nämlich Adio Querida.
Adieu, geliebt. Tu madre cuando te parió, te quito el mundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Para mí sos muerta, espera otro ardor, que para mí sos muerta. Adiós, adiós querida, no quiero la vida, me la amargaste. Von der Jury. 5 Personen waren wir, Herr Stadler hat es schon aufgezählt. Und ja, ein bisschen will ich was sagen zu den Kriterien, die wir genommen haben. Es waren nicht allzu viele. Also ein Kriterium ist, ist es eine Stele? Das nächste Kriterium ist, ist die Idee, den Bezug zum Judentum umzusetzen, lauter, ist die Idee, den Bezug zum Judentum umzusetzen, wie ist die gemacht? Das war die zweite Frage, die wir hatten. Ja, und das dritte Kriterium ist, wir waren subjektiv. 5 Mal haben das dadurch hoffentlich ein bisschen ausgeglichen, aber ja, es ist subjektiv. Also es sind 6 Stelen, die ausgesucht sind. Die Zahl wird ja auch erhöht, hörte ich von Herrn Kubat. Ja, das ist willkürlich, wie viele es sind. Ja, ich fange jetzt mit den Namen an, nach dem Alphabet. Die erste Name sind 2 Personen, die eine Stele geschaffen haben. Es ist die Frau Aletzee und der Herr Aletzee, die stehen neben ihrer Stele. Oh. Für manche durch den Busch verdeckt. Ein bisschen will ich noch was zu der Stele sagen. Also die Frau Aletzee hat die Glas in der Mitte geschaffen und der Herr Aletzee hat das Holz. Und die beiden haben das eben zusammengefügt. Es geht um Licht. Und es geht auch um Licht oben in dem Fries. In dem Fries ist eine hebräische Schrift eingefügt. Mit dem Schriftzeichen Leben. Gleichzeitig ist das, ist der Name auch eine Kette, die im Judentum getragen wird.
Also es ist eine Art Halskette, kann ich mal sagen, die die Stele trägt. Darf man das so sagen? Ja? Okay. ja, und der Sockel. Siebenarmiger Leuchter ist da drin verarbeitet. Symbolisch. Ja, ich glaube, ja. Dann kommt die zweite Stele. Das ist der Herr Bruckner. Der Herr Bruckner steht da und die Stele steht da. Ja, Herr Bruckner, Sie haben, ich will nicht sagen, die denkbar einfachste Form genommen, aber Sie haben eine ganz einfache Form genommen für die Stele. Und man kann durchschauen an einer Stelle. Sieht den Lebensbaum, sieht den Davidstern und dazwischen sieht man auch noch was. Vielleicht soll das jeder selber gucken. Können wir so lassen. Ne? Ja, damit ist sie beschrieben. Die nächste Stele, die wir ausgewählt haben, ist die Stele vom Herrn Dedea, der nicht da ist, glaube ich. Ne? Ich habe ihn nicht gesehen. Das ist die große weiße. Nein, er ist nicht da. Nee, die große weiße Stele, die da in der Ecke steht. Mit dem Vogel oben drüber. Das Licht rot. Genau. Und man kann reinschauen. Er hat das jüdische Zeichen, da hat er ein bisschen verfremdet. Also es ist zum einen nicht der siebenarmige Leuchter, es ist der neunarmige Chanukka-Leuchter. Genau. Aber trotzdem, er ist nicht ganz regelmäßig, also, aber das Zeichen ist da. Wir haben mit der Stele auch, er hat uns noch einen Auftrag gegeben, er möchte innen, wo man reinschauen kann, das Innere möchte er verkleiden mit Schrift. Die Schrift, die wir selber schreiben können, da hinten sind zwei, wie heißen die Dinger, Klemmbretter hingelegt, auch mit einer, ein bisschen mit einer Fragestellung auch, und die möchte er innen drin anbringen, damit man, wenn man reinschaut, das ist ihm erst gekommen, als er die aufstellte und sagte, Mensch, wenn man reinschaut, gibt es ja leere Wände. Ja. Jetzt kommt die nächste Stele. Das ist der Herr Katz, den habe ich gesehen. Ja, sitzt hier. Ah, da, genau. Ja, die Stele ist da. Ja. Die Stele ist da von der Hauswand. Die Stele ist etwas ungewöhnlich, vor allen Dingen bei dem ersten Kriterium, was wir genannt haben, Stele. Sie hat nur zwei Dimensionen. Mal sieht von der Seite wenig, von hinten eigentlich dasselbe und auch die Schrift falsch rum. Also die Vorderseite ist die wichtige, es ist eine wichtige Seite und ja, es sind die beiden Symbole verarbeitet, die heißt das. Da wird also jeden Monat ein Begriffspaar gegenübergestellt, zum Beispiel Weihnachten und Chanukka ist es. Ja, Ostern und Pascha, also Pascha-Fest, ja, genau. Okay, herzlichen Glückwunsch. Danke. Was ich vergessen habe, Herr Katz, ist, Sie wollen das Emblem, natürlich nicht mit der Schrift innen drin, wollen Sie auch weiter benutzen, das verbreiten, ja, als Logo. Ja, richtig, als Logo, überall ja. Da, wo vielleicht Synagogen oder
strömt, etwas passiert ist, ja, wie alle zum Beispiel, dass man das dahin stellt und dass mal die Leute sich mal ein bisschen mehr Gedanken darüber machen, was für Bezugspunkte wir im Prinzip mit beiden Religionen haben. Ja. Und die sind ja wirklich überwältigend viel. Und ich finde das einfach toll. Und ich finde auch toll, dass alle Künstler hier sich so viel Mühe gegeben haben und so ja, viel darüber nachgedacht haben. Ja, die nächste Stele, die wir ausgewählt haben, steht neben mir, die weiße. Das ist der Herr Kerger, den hatte ich da hinten gesehen. Ja, habe ich mir richtig gemerkt. Genau. Hallo. Es werden nicht alle wissen, also Herr Kerger war ganz, ganz nah am Ort, an der Synagoge. Es ist ein Foto der Synagoge, das einzige Foto der Synagoge, was existiert aus dem Innenraum, wo die Synagoge noch als Synagoge genutzt wurde. Und da war ein Kerzenhalter zu sehen, eine Ecke kleiner, ne? Also was man vermutet. Der Kerzenhalter war wesentlich kleiner. Und ja, den hat Herrn Kerger genommen, also genau, Stele geschaffen. Hier ist ein ja, sehr schlecht ausgedruckter Teil des Fotos, das einzige, das erhalten ist. Und eben hier in dem vorderen Bereich des Horaschreins sieht man diese Säule und diese kerzenhaltende Hand. Ja, das Foto ist auch in der Synagoge noch mal besser ja, zu betrachten, vielleicht ja, für alle Personen. Es gibt auch Vergrößerungen auf der Homepage, ja. Genau. Also uns hat beeindruckt, wie nah das dran ist, an dem Ort. Ja, jetzt ist schon die letzte Stele, die wir ausgesucht haben, der Herr Laugesen. Ist der da? Ja, ist da. Okay. Ah, ja, okay. Ich kenne nur das Foto. Genau, genau. Ja, Sie haben den Text, Sie haben einen großen Text auf den Davidstern und den Text von Nelly Sachs. Nelly Sachs auf der Flucht, sie beschreibt sich als Fremde in dem Text. Das zu thematisieren war mir einfach ein Bedürfnis, weil aktuell, ich weiß nicht, wie viel zig Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind. Und ich meine, wer sich ein bisschen mit Nelly Sachs beschäftigt hat, der weiß sicher auch, dass, wie sie da in Schweden gelebt hat. Und trotzdem hat sie dann diesen Nobelpreis bekommen, eben auch für so etwas, ne, solche Statements. Und deswegen, ja, deswegen wollte ich das hier thematisieren. Ja. Und der Stern ist übrigens nicht... Ja, der Stern ist mir, der geht ja eigentlich drunter und drüber. Und der ist in dem Fall richtig. Wie, uns ist aufgefallen, dass Sie da genau drauf geachtet haben, welcher Arm vom Stern woher läuft. Richtig. Genau. Und er ist auch nicht mit der Spitze oben. Das ist uns ja, auch das aufgefallen. Das ist jetzt ein technisches Ziel. Ja, Sie wären nämlich genau in den Riss gekommen. Genau. Ja. Ja. Eckart, hier in Föhl eine Stele und auch noch ausgezeichnet worden, also ein Kunstwerk, das hier stehen bleibt. Jude und Künstler in Deutschland. Ja. Toll, ne? Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Aber dass meine Stele ausgerechnet ausgezeichnet worden ist von den ganzen gesamten tollen Künstlern, der, wo jeder Einzelne sich hier Gedanken darüber gemacht hat, ist irgendwie, ich finde, jeder hier, der ausgestellt hat, ist ein Gewinner. Denn jeder einzelne Künstler hat sich Gedanken darüber gemacht, über die Situation, in der wir heute in Deutschland leben. Und Föhl ist für mich irgendwo ein Trichter, der alle zusammenbringt. Das haben wir im Vorgespräch mal so ein bisschen von Ihnen gehört. Ihre Vorfahren kommen eigentlich so aus dem letzten hessischen Zipfel vor Thüringen, aus Lentershausen. Richtig, genau. Waren Handwerker. Ja, mein Opa war Schuhmacher.
Schuhmacher, die ganze Familie war, hatten eine Schusterei über 200 Jahre. Und mein Opa, selig, der war auch, ist im Ersten Weltkrieg auch, hat auch im Ersten Weltkrieg gedient, wurde dafür ausgezeichnet mit einem Eisernen Kreuz und hat für Deutschland und Vaterland gekämpft und wurde damit im Zweiten Weltkrieg abgestraft. Und die haben versucht, die Gräber ihrer Vorfahren zu besuchen. Ja. In der Regel eine nicht nur Trauer, sondern man legt auch, glaube ich, einen Stein mit einem Wunsch auf richtig. Das Grab. Ja, eine große richtig. Bedeutung im Judentum. Ja, dass man sich an seinen Toten erinnert oder dass man die Toten, die da sind, ehrt. Deswegen ein Stein für die Trauer. Ja, aber es gab in Nettershausen außer viel Landschaft nichts. Nein, der jüdische Friedhof war nicht aufzufinden. Man hat mich in die Walachei geschickt. Ich bin 3 Kilometer querfeldein über Felder gelaufen und es gab keinen jüdischen Friedhof. Nein, habe ich nicht gesehen. Wir reden immer über Erinnern. Ja. Da gehört natürlich auch dazu, dass es da, wo es noch möglich ist, zum Beispiel die Friedhöfe wieder in Ordnung gebracht werden oder zumindest da, wo sie mal waren, Gedenktafeln angebracht. Ja, es gibt auch Jugendliche in den Synagogen, die sich ja einmal im Jahr dafür aufopfern, in die Friedhöfe zu gehen, um da die Friedhöfe ein bisschen auf Vordermann zu bringen, zu säubern, zu machen, so total verwahrloste Grabsteine vielleicht ein bisschen aufzusäubern und vielleicht noch einen kleinen Stein oben drauf zu legen. Was wollen Sie eigentlich jetzt mit Ihrer Stele ausdrücken? Das ist das Kreuz, das ist ein christliches Symbol, ja. Religionssymbol. Das ist der Davidstern, der ja. kein jüdisches Religionssymbol ist. Nein, aber das Judentum seit den 30ern oder Anfang der 20er als Symbol begleitet. Ja. Deswegen auch der Davidstern auf der Flagge von Israel. Aber ein richtiges religiöses Zeichen ist es nicht. Was ich damit darstellen wollte, ist, dass das Judentum und das Christentum viel näher sind, als man überhaupt von sich behaupten kann. Wir haben so viele gemeinsam, sei es unsere Feiertage, sei es verschiedene Gebete, Relikte, Rituale. Wir haben den gemeinsamen Gott. Ja, und wir haben auch sogar den gemeinsamen Gott. Und ja, es gibt sehr wenige Punkte, wo es Überschneidungen gibt. Aber es gibt eigentlich sehr viele, wenn man bedenkt, die Tora ja. und das Alte Testament der Christen ist ja. ja fast identisch. Ja, es gibt da zwischen Juden und Christen schon ein Gremium, das diese ganzen Sachen probiert zu analysieren und zu probieren, wo es halt hakt. Und der größte Punkt ist, dass für die Christen der Messias ja schon gekommen ist unter Jesus und für die Juden der Messias noch kommen muss. So. Und das sind halt so Punkte, aber darüber sollen sich die Gelehrten streiten und das liegt mir liegt nicht an mir, darüber zu streiten. Warum dieses Kreuz? Schon allein wegen dieser Geschichte mit Wittenberg. Ich muss ganz weit ausholen, tut mir leid. In Wittenberg steht die Judensau als Tafel an der Kirche. Und mein Traum von dieser Stele, Judentum und Christentum, ist, dass diese Stele vielleicht eines Tages gegenüber der Judensau in Wittenberg stehen könnte. Um die Leute, die sich die Judensau angucken, auch die andere Seite der Medaille angucken, sondern wie weit wir miteinander verbunden sind, Christen und Juden zusammen, hier in Deutschland und in der Welt. Auch Luther war kein großer Freund der Juden, ne? Bitte das vergessen.
ist richtig. Luther war kein großer Freund der Juden, aber trotzdem, das ist die Kulturgeschichte Deutschlands. Und deswegen darf man Luther nicht ganz und gar sagen, er war Antisemit, also wollen wir nichts von ihm hören. Man muss die Sachen aufbewahren, um überhaupt eine Gegenwart zu haben. Die Vergangenheit muss man aufbewahren, um die Gegenwart mit offenen Händen zu empfangen. Denn